Grüße euch zu einer neuen Ausgabe des alten Shopwatches hier auf geeknews.de. Ich zeige euch heute den kaiserlichen Kranich Raptor Skin. Ich sitze auch direkt mal auf. Und da haben wir unseren neuen Raptor. Und ihr seht, er hat schon nichts mehr mit einem Raptor wirklich zu tun. Wir haben hier einen wunderschönen Kranich Skin. Der Vogel, der auf zwei Beinen läuft. Hinten wunderschönes Federwerk. Und vorne den klassisch spitzen Kopf eines Kranichs. Beim Springen macht jetzt keine besonderen Geräusche. Hier laut vielleicht ein bisschen. Alles in allem recht normal, was die Töne betrifft. Auf- und Absitzanimation. Auch sehr standardmäßig. Ja, bleibt einfach das Äußere, diesen wunderschönen Vogel, anstatt eines Raptors zu nutzen. Schauen wir uns auch hier mal kurz die Farben an. Dazu gehe ich auf die Reittiere. Wir färben ihn erst einmal wunderschön grau, damit wir gleich alles besser sehen können. Und dann geht's los. Der Farbkanal oben links in unserem Lila färbt die Rückenfedern ein, genauso wie die Brust. Also hier den Hauptteil in der Mitte und am Kopf, knapp über den Augen hier. Über den Wimpern sogar noch. Und die Enden der Federn hier am Kopf. Der Farbkanal unten, oben rechts in Messing färbt dann unsere restlichen Federn ein. Sowohl hier am Hals, jetzt hier unten drunter und auch im Hals geht es lang. Hier auch hinten die Federn. Der Farbkanal unten links in Weiß diesmal. Da seht ihr es, färbt unsere Federn enden hinten ein und die Hauptfedern am Kopf. Und der letzte Farbkanal unten rechts, blau, der färbt unsere Füße ein. Wie ihr sehen könnt, der Schnabel und auch der Sattel werden sich nie farblich verändern. Ich auch gerne mal durch, damit ihr es sehen könnt. Also am Sattel ändert sich gar nichts. Wenden wir das Ganze mal an, damit wir das Ganze ingame besser sehen können. Hier am Kopf die weiße Hauptfarbe zusammen mit den lila Seiten. Die Augen ebenfalls nicht verändert, genau wie der Schnabel. Gelber Hals, gelbe Hauptfedern hinten, die dann hier in weiß enden. Da sehen wir es besser. Blaue Füße und lila Hauptfederwerk. Ja, die Animationen sind ebenfalls dieselben. Gut, ich hoffe, dass ich euch auf jeden Fall einen guten ersten Eindruck damit liefern konnte. Und bis zum nächsten Mal.